Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf der Videoplattform. Wir wollen heute den zweiten Teil von Sprotte filmen und heute geht es um das Thema automatische Zurückorientierung des Hundes im Freilauf bei Hundesichtung. Klang jetzt erstmal sehr sperrig. Das, was es aber eigentlich sein soll, ist, dass der Hund zu mir gucken soll und irgendwann sogar automatisiert zu mir kommen soll, wenn sie halt vorläuft und irgendwo ein anderer Hund kommt, dass ich nicht so aufpassen muss und immer sie zurückpfeifen muss oder zurückrufen muss. Und sie kann das wirklich noch gar nicht. Und wir gucken mal, wie das funktioniert. Und da nehmen wir euch natürlich jetzt mit dem Trainingsaufbau und den Ergebnissen. Viel Spaß! Der Trainingsaufbau des Ganzen ist eigentlich relativ leicht. Wir lassen Sprotte vorlaufen. Sie ist ja jetzt, ne? Ihr seht es, die Leine ist ab. Sie ist jetzt hier im Freilauf und wir warten einfach mal darauf, dass jetzt gleich in der Ferne von vorne ein paar Hunde kommen. Und dann gucken wir einfach, wie Sprotte reagiert, wenn sie diese Hunde sieht. Ne? Also ganz häufig sieht man das bei Hunden, die laufen so und irgendwann geht der Kopf hoch, die Ohren gehen nach vorne, sie sehen halt den anderen Hund. Und dann kommt es ganz darauf an, wie die Reaktion des Hundes ausfällt. Wir können am Anfang da mal ein bisschen reinloben, ne? Also dass der Hund in dem Moment, wo er halt den anderen Hund sieht, ein Jawohl, prima von uns bekommt, damit diese Hundesichtung mit etwas Positivem verknüpft wird. Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Und wenn der Hund sich dann umkehrt, dann wollen wir... Ich habe hier so einen schönen Leckerchenbeutel und den nutzen wir dann, weil Sprotte ist ja auch total futtermotiviert und halten dann Sprotte bei uns mit dem Futter. Und genau, irgendwann würde das natürlich auch, wenn sie einfach gar keine Reaktionszeit und weiterläuft, in einer Strafe münden. Und dann nutzen wir sozusagen die beiden Motivationen. Einmal positive Verstärkung fürs richtige Verhalten und positive Strafe fürs falsche Verhalten. Und dann sollte das eigentlich relativ fix funktionieren, wenn wir denn genügend Hunde treffen, damit der Hund ausprobieren kann, was ist denn das richtige Verhalten. Wenn Sprotte in diesen Fehler läuft, ne, also wenn sie einen anderen Hund sieht und einfach weiterläuft, dann ist ganz wichtig für diesen Trainingsabschnitt jetzt, dass die auch unser Nein oder ein schon kennt. Das haben wir im letzten Video ja mit ihr aufgebaut, dass sie ein kennt. Und da reagiert sie auch immer noch drauf, auch schon auf Distanz. Wir haben das ja jetzt ein bisschen ausgeweitet schon, das Training. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann guckt euch am besten das erste Video nochmal an, weil wir das jetzt gleich nicht mehr groß erklären oder erläutern, sondern einfach einsetzen. Und da hinten kommen die ersten Hunde und wir gucken mal, ob Sprotte jetzt richtig reagiert. Jawohl, gut. Prima. Gut. Ja. Der andere Hund ist cool, ne? Okay, und lauf. Da kommt sogar noch einer. Sprotti. Jawohl, komm her. Also, was soll ich sagen? Ich habe nichts zu sagen. Das war jetzt halt schwierig, weil die Menschen sind sehr schnell auf uns zugekommen und mein Hund hat irgendwas Fressbares gefunden und kaut lieber irgendwas, als sich für die anderen Hunde zu interessieren. Das heißt, haben wir jetzt nicht gesehen. Und dann habe ich den Hund rausgerufen, weil die ja doch sehr nah kamen und ich nicht angeleinter Hund mit unangeleintem Hund zusammenlassen wollte. Was ihr natürlich jetzt gesehen habt, ist, dass das Sitz und Bleib bombastisch geworden ist, was wir auch im ersten Film aufgebaut haben und ich das natürlich ganz brav schon wochenlang jetzt trainiert habe. Eigentlich waren es nur 4 Tage, die dazwischen liegen, aber pst. Ah, ah. Besser. Mhm. So,
Jetzt hat der Hund nicht das gemacht, was er machen soll, hat sich nicht zurückorientiert. Allerdings habe ich auch nicht das gemacht, was ich machen soll. Ist mir auch eingefallen. Ne? Man soll sich auch an den eigenen Plan halten. Eigentlich wollten wir erstmal die Hundesichtung ein bisschen positiv füttern, was wir jetzt gar nicht gemacht haben, sondern jetzt bin ich direkt mit dem eingestiegen, was tendenziell einen Schritt überspringen wäre im Trainingsplan. Und ich glaube, ich könnte das mit Sprotter auch irgendwie so hindeichseln, aber wir probieren mal den richtigen Weg aus und loben jetzt in die nächste Hundesichtung mal rein und gucken mal, ob Sprotte dann eine Futtererwartungshaltung hat und dann zu mir zurückkommt. Was ist in deinen Augen ein voll krasser Hund? Du hast die Sprotte auch gesagt. Also nicht, dass jetzt ein kleiner Tollpudel ja, aus dem Auto steigt. Ja, wir haben so ein Maltipoo. Ja, und, ein Maltipoo, der immer in den Fersen... 6 Kilo? Nein. Der Hund ist, ich würde ja sagen, wir brauchen einen Hund, der sich mehr im Außen ist. Aber eigentlich ist sie ja voll im Außen, weil sie die ganze Zeit da so rumschnuppert und so. Aber nicht auf den entfernten Außenreizen. Naja, dann gehen wir mal wieder dahin, wo die Wege sind. Und dann suchen wir uns nochmal ein paar Hundebegegnungen. Und dann heißt es weiter Hundebegegnungen suchen. Jawohl! Prima! Ja, super gut! Aber jetzt geht er definitiv los. Nö, wenn du im Anlernen bist. Ja, nee, Futter geht's nicht mehr dafür. Das hast du verpasst, Madame. Vielleicht geht sie nochmal hin und guckt nochmal, ob es von der anderen Seite sich lohnt. Wie kann man denn so viel auch mit der Nase unterwegs sein, ey? Ja, prima. Okay. Sitz. Komm hier. Sitz. Super. Super. Baby, schwing dahinter. Okay. Ah. Das hat nichts zu sagen. Ach so, vielleicht. Vielleicht könnten wir eben sagen, die ist ja jetzt gerade einmal wunderbar zurückgekommen, als sie die Hunde gesehen hat. Ich habe reingelobt und sie hat sich dann zu mir gedreht und ist halt zu mir gekommen und dann hat sie aber abgebrochen und dafür kriegt sie natürlich kein Leckerchen. Ne? Aber in einem Anlernprozess würden wir da auch noch nicht die positive Strafe anwenden dann, sondern Auto. Sprotten. Hast du sie geschlagen? Volle Wunde. Mit meiner imaginären Hand. Ja. Vorhin hast du aber die positive Strafe. Ja, es ist ein bisschen nicht stringent. Ja. Der eigene... Merkt ihr selber, ne? Also, Sprotte hat sich ja gerade in einer Sequenz wunderbar zu mir zurückorientiert und als ich halt reingelobt habe,
Das ist halt das, was wir am Anfang so ein bisschen sehen wollen. Rein in der Theorie würden wir halt in einem anderen Prozess erstmal noch keine positive Strafe anwenden. Die ist ja dann zu mir gekommen, hat dann nochmal sich abgewendet und sollte jetzt im ersten Prozess eigentlich erstmal lernen, dass sie dann halt kein Futter bekommt. Ich kombiniere das halt so ein bisschen. Und wenn sie halt, also in diesem Bereich, sie orientiert sich zurück, kommt auf mich zu und geht dann irgendwo weg. Keine positive Strafe, sie kriegt einfach nur kein Leckerchen und lernt, das lohnt sich dann nicht, das Verhalten. Andererseits, wenn sie einen Hund sieht und von sich aus sich nicht zurückorientiert oder einfach halt weitergeht, dann setze ich die positive Strafe ein. Einfach, weil ich auch vermeiden will, dass sie einfach so zu anderen Hunden halt hinrennt. Da ist der nächste Hund, ne? Ja. Jawohl, prima. Gut. Ja, klasse. Super gut. Und wie immer wollen wir bei Sprotte nicht nur ein Leckerchen geben und einen kleinen Keks reinschmeißen, sondern wir haben das Buffet hier erstmal eröffnet, damit der Hund auch die Motivation bekommt, eine längere Zeit hier zu verweilen bei uns und sich nicht nur einen Keks abzuholen und dann irgendwo anders hin zu fitschen und sich da wieder den nächsten Kick abzuholen, sondern dass es hier bei mir auch erstmal eine ganze Weile spannend bleibt. Jetzt hat sie den nächsten Hund einmal gerade gesehen. Und kriegt auch da bei mir wieder Kekse. Ne? Ultra gut. Ich weiß, dass das jetzt für viele die Frage aufwirft, beziehungsweise die Leute vielleicht auch ein bisschen frustriert sind. Das funktioniert bei uns halt so geil, weil Sprotte Futter besser findet als andere Hunde. Ne? Solange, wenn dein Hund Futter nicht so toll bewertet wie andere Hunde, dann funktioniert das nicht. Ne? Weil in dem Moment, wo Futter gegen Hund quasi dann verliert, würde der Hund sich ja in der Situation dann für den Artgenossen entscheiden und halt einfach weglaufen. Aber das macht es uns halt leicht. Sprotte findet Futter halt richtig, richtig toll. Und deswegen können wir das halt so gut und so schnell und effizient halt erarbeiten. Ja, prima, prima, super, klasse, klasse, super. Da kommt der Nächste. Prima! Oh, super klasse! Super toll! Gut. Hallo. Super toll gemacht. Da ist das nächste Leckerchen. Gut. Okay. Jetzt hat man den ersten Automatisierungsprozess gerade einmal beobachten können. Es kam ein Hund, Sprotte hat den Hund gesehen, ich habe gelobt. Und dann ist sie automatisch zu mir gekommen, ohne dass ich mich noch abhocken musste, ohne dass ich irgendwie sie einladen musste, sondern sie hat jetzt hier schon eine Futtererwartung gehabt nach irgendwie 5, 6 Wiederholungen und kommt automatisch dann zu mir. Und der nächste Schritt ist dann, dass sie Hunde sieht, ich gar nicht mehr da reinloben muss, sondern sie automatisch dann eine Futtererwartungshaltung hat und dann zu mir kommt. Okay. Ja, ist gut. Das ist ja nett. Ja, hallo. Hallo. Jawohl. Gut. Prima. Prima. So gut. Genau, wie bei allem, was mit Futter zu tun hat und mit regelmäßiger Futtergabe und mit andauernder Futtermotivation, wollen wir natürlich auch hier, ihr seht ja, ich belohne jetzt quasi durchgängig, um einfach die Motivation am Anfang möglichst da zu lassen. Ne? Für Sprotte ist auch schon Motivation, wenn nur mein Griff nach hinten geht in den Futterbeutel. Hallo. Und nach würde ich dann jetzt in einer solchen Situation anfangen, die Futtergabe so ein bisschen oder die Zeiten zwischen den einzelnen Futtergaben so ein bisschen zu verlängern. So, ich kann ja jetzt mal exemplarisch zeigen, wie das dann gehen würde. Ne, sie ist in der Futtermotivation und jetzt gebe ich nur noch, weiß nicht, alle 10 Sekunden Leckerchen, wo ich gerade noch alle 4, 5 Sekunden eins reingesteckt habe. Genau. Und irgendwann würde es nur noch ein Leckerchen oder ein Lob oder irgendwann dann in die partielle Verstärkung ab und zu halt eine Belohnung dafür geben. Gut gemacht. Und laufen. Sehr, sehr schön. Da bin ich doch schon mal zufrieden.
So, das war's für die erste Trainingsphase von dieser automatischen Rückorientierung. Das hat doch tatsächlich schon ganz gut geklappt und wir nehmen euch jetzt noch auf ein paar Videos und Impressionen mit, wie das dann im Alltag bei mir eingesetzt ist und wie quasi das Endergebnis aussieht. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und fürs fleißige Kommentieren hier in der Kommentarbox-Funktion. Tolles Wort. Wir sehen uns nächste Woche zu einem Webinar und in 2 Wochen dann wieder für das nächste Video. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Das an meinem Outfit und auch an den Blättern. Wir sind natürlich schon mittlerweile im Spätherbst angekommen und wir haben keinen Sommer mehr. Ich nehme euch jetzt mal mit auf eine Spaziergangsrunde und die ist quasi so typisch, wie sie bei mir halt sein kann. Ich habe einen Kinderwagen dabei. Ich habe Balu an der Leine, ich habe Sprotte ohne Leine und ich habe Louis ohne Leine. Und genau in diesem Setting gehen wir jetzt hier eine Runde und hoffen auf ein paar Hundebegegnungen und ich zeige euch, wie das mit dieser Rückorientierung aussieht. Sprotte hat tatsächlich einen viel größeren Radius als Louis. Das hat sich in den letzten Monaten rauskristallisiert und das werdet ihr jetzt gleich sicherlich auch sehen. Jawohl! So, da hinten sind ja jetzt Hunde. Ja, prima! Wow, super gut! Super gut! Klasse! Oh, toll gemacht, Mäuschen! Okay, und weiter geht's. Man hat es ja vorhin schon gesehen, also Sprott ist um die Ecke gegangen, ist stehen geblieben und hat zu mir geguckt. Das ist tatsächlich diese Rückorientierung. Aber es gehört ja noch mehr dazu, denn ich möchte ja auch, dass sie nicht einfach zu den Hunden hingeht, die dann da quasi auf uns zukommen. Das heißt, auch das automatische Beifußlaufen sollte ja Teil des Trainings sein. Und wir gucken jetzt mal, wie das funktioniert. Das ist ein ganz normaler Radius bei den beiden. Ihr seht diesen weißen Punkt da. Das ist Sprotte und das ist Louis. Das ist wirklich echt weit. Also sie sind echt, also Sprotte ist echt immer weit weg. Ich würde schätzen so 70, 80 Meter. Wichtig ist halt dabei, dass sie ansprechbar ist, ne? Und dass sie noch mitbekommt, was ich so mache. Und dass sie, wenn irgendwo andere Hunde sind, da nicht einfach hinrennt. Wir gucken mal. Sprotte, komm mal ran! Ah, hi! Hallo! Ja. Ja. Dann darf man auch tatsächlich weglaufen. Hallo! Okay! Auch wenn Sprotte natürlich ultra gut hört, ist das schon was anderes als mit Louis, das muss man definitiv sagen. Louis
gibt es halt als Hydron-Mischling, der zieht halt was daraus, mit mir zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist genetisch total angelegt. Und Sprotte ist halt eher so ein Stöberhund. Und die braucht mich nicht auf dem Spaziergang. Das heißt, ich muss da halt mehr aufpassen. Weil bei Louis könnte ich ungelogen, ich könnte halt mir die Augen verbinden und eine Stunde spazieren. Also, ich würde mich irgendwo dolle verlaufen und gegen einen Baum laufen. Aber Louis wäre noch bei mir. Und Sprotte? Nope. Ach so, ich wollte euch gerade sagen, die geht gerne mal ins Gebüsch. Aber sie kackt halt da gerade hin. Ja, das darfst du. Ne? Aber trotzdem, Louis halt auf dem Weg. Aber Sprotte jetzt auch wieder auf dem Weg. So, da oben läuft ein Hund, ihr seht es. Jetzt schauen wir mal, wann unsere das so mitkriegen. Louis sieht ihn. Prima. Ich glaube, Sprotte hat es gar nicht mitbekommen. So ist das, wenn man immer mit der Nase auf dem Boden ist. Aha, da sieht sie aber einen Hund. Ihr seht, sie bleibt stehen. Sie guckt zu mir. Gucken, was sie jetzt macht. Jetzt sollte sie halt auf mich warten. Prima. Hallo. Jawohl. So, damit, auch wenn es nicht so strebehaft ist wie der Kollege hier. Louis, lauf. Finde ich das völlig in Ordnung. Ah, Sprotte, raus da. Sowas zum Beispiel, ne? Das wird Louis nie im Leben machen. Einfach um eine Ecke flitzen, da sind wir noch nie lang gegangen. Ohne, dass ich noch zu sehen bin. Das wird der im Leben nicht machen, dieser Köter. Ah, da bist du ja wieder. Sprotte, komm mal her. Hier hin. Ja, so ist brav. So bist du brav. Okay, lauf. Papa. Louis, lauf. Papa. Ah. Louis, und lauf. Sprotte. Hier komm ich. Prima, sitz. Sprotte, sitz. Yeah. Das ist jetzt aber ganz interessant. Sprotte ist jetzt da und da kommen jetzt die Menschen gleich. Wie sie da reagiert. Aha,
jetzt sieht sie sie. Weil da darf sie natürlich auch nicht hin. Hallo Louis. Hallo. Hi. Ach, ihr zwei, hä? Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Er trinkt immer noch. Er kriegt halt nicht so viel dabei raus. So, aber du bist jetzt fertig. So, und weiter geht's. So, da ganz hinten kommt noch mal ein Hund. Den nehmen wir jetzt noch mal mit. So, der Hund, der da hinten jetzt kommt, der läuft frei. Bei mir variiert das immer, ob Leute den Hund anleihen oder nicht, weil ich ja zwei ohne Leine habe und einen mit Leine und Maulkorb. Wenn der jetzt nicht angeleint wird und in den Kontakt geht, gebe ich meine Hunde natürlich frei. Dann müssen die nicht in der automatischen Fußposition bleiben, sondern dann dürfen die natürlich auch den Hundekontakt suchen. Sonst wäre das ja total unfair. Ne? Wir gucken jetzt mal, wie der Mensch zu dem anderen Hund reagiert und schauen mal, was passiert. Sprott. Hm. Nee. Ach so. Okay. Komm mal her hier. Ran. Louis, Sprotte, komm ran. Sprotte. Sag mal. Und noch ein Hund. Hallo. Hallo. Hallo aus. So, okay, und lauf. Lauf, Sport. Fazit der ganzen Geschichte ist, würde ich sagen, Sprotte kann das eigentlich schon ganz gut. Ihr habt bei dem einen Video nochmal gesehen, sie probiert es halt, wenn es wirklich nett ist für sie, probiert sie es mal aus.
Das ist jetzt im Alltag dem geschuldet, dass ich nicht immer aufpasse. Wenn ich immer aufpassen würde und da mal ein bisschen Konsequenz quasi walten lassen würde, dann hätte sich das, glaube ich, schon gegeben. Es ist für mich aber nicht so wahnsinnig tragisch, weil sie nicht einfach zu anderen Hunden hinrennt, sondern es eher ist, aus dem Fuß heraus, wenn dann jemand sie nett anspricht, dann möchte sie es mal probieren. Und das habe ich einfach noch nicht groß geübt. Ne? Und deshalb ist das halt so, wie es jetzt gerade ist. Das ist für mich aber gar kein Problem. Und ich bin super happy damit, wie die halt mit uns so mitläuft. Ne? Also ja, die stöbert halt hier und da so ein bisschen, aber die ist halt jederzeit ansprechbar und korrigierbar. Da habe ich gar nicht viel mehr Anspruch darauf. Ja, das war's für diese Woche mit diesem Video. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich verabschiede mich jetzt aus dem Herbst und ein bisschen wehmütig an den sonnigen oder in Rückschau an den sonnigen Alex. Wir sehen uns nächste Woche zu einem mega, mega interessanten Thema. Gerd Leder und Jella werden eine Talkrunde machen mit uns gemeinsam zum Thema Hundeerziehung im Wandel der Zeit. Das ist ein neues Format, ist bestimmt mega cool. Schaut da auf jeden Fall rein. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.